bin Sandra, ich bin 35 Jahre alt und komme aus Gera. Ja, und ich habe festgestellt, dass mit meinem Papa irgendwas nicht stimmt, also als ich ungefähr 12 Jahre alt war. Und wir waren da auf einem Auftritt, ich hatte einen Chorauftritt und hat dann so eine Sonderstimme gesungen und war ganz stolz drauf und habe ihn eingeladen. Er war mit da und da habe ich dann festgestellt, dass er ganz komisch klatscht. So ganz, ganz komisch. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, irgendwas stimmt mit Papa nicht. Das war anders als alle anderen. Und es wurde aber in der Familie nie drüber gesprochen. Es wurde irgendwie immer totgeschwiegen. Papa ist krank und das war es dann aber auch. So, und ein paar Jahre später, als ich dann 15 Jahre alt war, war ich im Krankenhaus in Greiz. Wegen was anderem, völlig anderem, eigentlich wegen einer Salmonellenvergiftung. Und da habe ich eine Krankenschwester kennengelernt, die mit meinem Papa im selben Dorf gewohnt hat und habe ihn dann dadurch wiedergefunden. Da war zu dem Zeitpunkt dann allerdings schon im Pflegeheim in Köhnitz. Und genau, dadurch haben wir dann erstmal festgestellt, dass in unserer Familie überhaupt wirklich eine Krankheit vorhanden ist. Und als ich dann selber den Test mit 18 habe machen lassen, wussten wir dann überhaupt erstmal, was der Papa hat. Weil bei ihm erst die falsche Diagnose gestellt wurde. Die dachten, er hat Parkinson und dementsprechend natürlich auch die falsche Medizin und falsche Therapie und alles. Da war es dann eigentlich schon wieder fast zu spät. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil es ja nur zwei Möglichkeiten gab, die mit diesen Bewegungen und so einhergehen. Also MS zum Beispiel auch noch wäre noch möglich gewesen. Parkinson oder eben Chorea-Syndrom. Und daraufhin habe ich mich in einer humangenetischen Praxis in Jena mit meiner Mutter in Verbindung gesetzt und habe gefragt, was es für Möglichkeiten gibt, das rauszufinden. Es gab natürlich nur den Gentest. Und bin da ehrlich gesagt ein bisschen blauäugig rangegangen, weil ich eigentlich dachte, okay, gut, dann gehst du ein paar Mal hin, kriegst halt die ganzen Informationen, die du dazu brauchst. Aber ich hätte nie mit dieser Ungewissheit gerechnet. Niemals. Und mit diesem ganzen, diesen wirren Gedanken, dieses Hin und Her, dieser Kampf innerlich, der da entsteht, gerade wenn man sich neu testen oder gerade frisch testen lässt. Es ist ja ein wirklich schlimmer Prozess, den man da durchstehen muss. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, hätten die es damals anders gemacht und gleich gesagt, pass auf Mädel, das und das und das kommt auf dich zu. So und so lange wird das ungefähr gehen, dann wäre das ganz anders gewesen. Dann hätte ich genau gewusst, jetzt habe ich den Punkt erreicht, jetzt habe ich den Punkt erreicht und jetzt den. Und dann demnächst kommt der Test. Und so bin ich jedes Mal von Mal zu Mal immer wieder noch nervöser dann dahin gegangen und dachte, jetzt werde ich getestet und jetzt werde ich getestet und wieder nicht getestet. Und das ist sehr demotivierend gewesen. Aber dann kam endlich der Tag und meine besten Freunde waren mit in der Praxis dort. Und auch mein damaliger Freund und der wusste natürlich, dass das ein Thema ist und dass es auch so sein könnte, dass ich es haben werde. Und ich weiß noch, dass wir da, also ich, mein Freund und meine Mutter, wir waren drin in der Praxis und haben eben dieses Schreiben auf den Tisch gelegt bekommen und haben das dann halt durchgelesen und mir ist die Fresse eingeschlafen und ich dachte, ach mein Gott, ja, ich werde es kriegen. Ja, und damals stand das auch noch so direkt drin, zwischen 35. und 45. Lebensjahr. Und seitdem hast du natürlich immer diese Zahl im Kopf, 35 bis 45. Und dann, ja, ich meine, es ist jetzt am Ende bei mir schon mit 31 ungefähr losgegangen, bin jetzt 35. Aber ich lebe wesentlich besser damit, als ich das jemals gedacht hätte. Ich bin damals aus der Praxis raus und auf einmal habe ich Blätter gesehen, die vorher gar nicht da waren. Oder ich habe plötzlich Wasser geschmeckt, was vorher gar keinen Geschmack hatte. Oder keine Ahnung, das war auf einmal, irgendwie hatte alles einen Sinn. Und auf einmal habe ich dann jeden Tag so gelebt, als wäre es mein letzter. Das muss ich wirklich sagen. Der Test hat alles verändert. Ich dachte wirklich, ich falle in ein ganz, ganz tiefes Loch. Und dass mich da niemand mehr rausholen kann. Aber es ist tatsächlich alles völlig anders gekommen. Und deswegen möchte ich auch jeden, der vor diesem Test steht, sagen, macht das. Wenn ihr euer Leben, ja, wenn ihr Gewissheit wollt, die Gewissheit ist wirklich sehr quälend. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und das ist wirklich schlimm. Aber das möchte ich einfach jedem ersparen. Und deswegen denke ich, traut euch wirklich. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich zum Beispiel Kinder bekomme. Es hieß,
oder ich hatte für mich als Regel gesagt, wenn du es hast, wirst du es nicht vererben. Dann wirst du keine Kinder haben. Ein Jahr später war ich schwanger. Also, ne? Ich lebe sehr positiv damit. Und ich bin auch meiner Ansicht nach ein gutes Vorbild, weil ich meinen Kindern natürlich auch gesagt habe, dass es so ist. Sie wissen, dass ich auch dran sterben werde, dass es im Moment noch keine Therapie gibt. Sie sind überall dabei, bei jeder Logo, bei jeder Ergo, bei jeder Physio. Die nehmen an allen dran teil und für sie ist das nichts Schlimmes. Das gehört halt einfach dazu. Und wenn meine Kinder jetzt mal einen schlechten Tag haben und sagen, hier Mama, ich will nicht, dass du stirbst oder richtig ganz, ganz schlimm traurig sind, dann sage ich, das gehört genauso zum Leben dazu. Wie Geburtstag feiern auch. Das ist ganz normal. Das gehört halt einfach dazu. Ich denke, meine Kleine ist jetzt 7. Und mein großer 11. Genau. Und die sind auch beide mittlerweile, ne, finden die sich ganz gut damit zurecht. Ja. Doch, ja. Was ich jetzt auf jeden Fall ganz wichtig finde, weiterzugeben, ist, dass man davon gar nicht wirklich viel merkt. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe mir früher immer gedacht, du hast dann unglaublich viele Schmerzen oder du bist nur aggressiv. Natürlich ist das auch mal so. Ich habe auch mal Tage, wo ich auch mal wirklich gar nicht aufstehen will und kann und das auch mal brauche, einfach liegen zu bleiben und mal so einen richtigen Faulenzer-Tag zu machen zum Beispiel. Aber es gibt trotzdem so viele positive Sachen, die trotz oder gerade durch Korea hängen sind. Die Freundschaften, die du im Leben hattest, da sieht sich sehr raus, wer ist wirklich ein Freund und wer nicht. Das ist ganz, ganz schwierig, weil manche zum Beispiel, die wissen gar nicht, wie sie mit einem umgehen sollen, seit du das hast. Weil du denkst immer, du bist vielleicht allein und dabei ist das gar nicht so. Die schätzen dich vielleicht noch mehr und sind richtig stolz auf dich. Die können es so nicht sagen, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also bin ich der Meinung, dass Offenheit sehr viel hilft, daran zu gehen. Und deswegen sind wir ja heute zum Beispiel auch hier, dass es mehr Leute erfahren, wie man damit eben umgehen kann. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich ehrlich gesagt gar nichts davon merke. Ich merke nur, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade wieder hingefallen bin oder mir irgendwas aus der Hand gefallen ist und es Batsch gemacht hat oder du mir sagst, dass irgendwas ist. Also ich selber merke das gar nicht. Und bis jetzt läuft es auch sehr gut. Was ich allerdings merke, es ist ja so, dass immer so ein bestimmter Hirnteil betroffen ist, ne? Und da muss ich sagen, fällt mir immer wieder auf, dass ich mal ein paar Sachen kann zu einer Zeit und wieder anderem Sachen nicht. Also wie jetzt zum Beispiel, ich stricke und häkel sehr, sehr gerne. Und dann ist es zum Beispiel mal eine Zeit lang so, dass ich sehr, sehr dünnes Garn zum Beispiel häkeln kann, was sehr viel Feinmotorik braucht. Und wenn das aber dann mal wieder so ist, dass das wieder gar nicht geht, dann nehme ich mir zum Beispiel einfach ein dickes Garn und häkel damit. Oder wenn es zum Beispiel so ist, dass ich meine Beine kaum noch spüre oder nicht mehr richtig merke, wo ich lang laufe, dann laufe ich rückwärts die Treppe runter. Das geht zum Beispiel auch. Also das sind so Kleinigkeiten, an denen man einfach arbeiten muss, mit denen man lernen muss, einherzugehen. Aber ich glaube, man kann trotzdem sehr positiven Tantinken leben. Ich war davor Heilerziehungspflegerin, habe also schwerst mehrfach behinderte Menschen gepflegt und betreut. Und dann bin ich aus der sozialen Schiene raus, weil die Psyche zu überansprucht war, da ging das schon langsam los bei mir. Habe dann im Callcenter angefangen und da habe ich ihn dann kennengelernt. Und da haben wir uns kennengelernt und da ging das aber auch langsam dann los. Und da habe ich dann schon festgestellt, dass gegen Mittag ungefähr hier so die Muskulatur hier gar nicht mehr ging. Ich konnte meinen Namen nicht mehr richtig aussprechen, die Kunden haben mich nicht verstanden und habe die einfachsten Anfragen nicht mehr erfasst und das war wirklich schwer. Das war dann so eine richtig derbe Reizüberflutung, ja. Und dann ab Mittag ging es dann richtig bergab mit mir, mit dem Kopf und dann kommen auch Aggressionen hoch, das muss ich wirklich sagen. Und seit 2 Jahren, ne, bin ich jetzt zu Hause in Rente. Mhm. Ja, genau. Und damit lebe ich auch sehr gut. Hast du halt mal Zeit für deine Freizeit oder für den Haushalt oder was halt anfällt, für Hobbys, für schöne Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder einen Hund geholt. Na, das ging ja vorher gar nicht mehr. Ich hatte so ungefähr so einen großen Hund wie du, also 2 Schäferhunde und die konnte ich nicht mehr halten. Wir haben in der vierten Etage gewohnt. Das ging gar nicht mehr, konnte die nicht mehr versorgen. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch schlecht gefühlt deswegen
Und jetzt zum Beispiel geht das wieder. Wir leben jetzt in einer behindertengerechten Wohnung. Ich kann das alles selbstständig machen und das ist ja auch wieder eine ganz andere Motivation, in den Tag zu starten. Also was mir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung gebracht hat, das war meine Neurologin. Ich hatte vorher erst eine andere und die hat mich überhaupt nicht mehr vollgenommen. Die hat auch meine psychische Verfassung und meine, was ich halt alles hatte und meine tattrige Hand, die ich ja dann auch noch dazu bekommen habe und dass ich nicht mehr Treppe laufen konnte, ich hätte das halt alles unter psychische Störung verbucht, sage ich mal, und das gar nicht im Zusammenhang gesehen und habe dann die Neurologin gewechselt und sie hat mich ernst genommen und dann auf einmal war ich raus. Also seitdem läuft das alles ohne Probleme, ich kriege auch alle Rezepte, alles was ich brauche, meine Therapien, also Ergo-Logo-Physio. Also viele haben das mal gelesen und das war's. Die wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Höchstens, wenn du sagst, das ist so ähnlich wie Parkinson, dann können sie vielleicht mal was damit anfangen. Deswegen hatte ich halt auch gehofft, dass man hier einfach mal so diesen Schritt weg vom Verstecken geht. Warum sollen wir uns verstecken? Wir sind ja auch nur krank, wir sind ja keine Monster oder sowas, ne? Deswegen, ja, hoffe ich halt, dass es endlich mal hier auch in die richtigen Hände kommt. Dass es ein bisschen breiter gefächert wird. Wir sind ganz normale Menschen, wie alle anderen auch. Ich habe es erstmal so hingenommen, weil ich auch nicht wusste, was das war oder ist. Also eher war. Und ja, man. Ja, wie sage ich das denn jetzt? Man verdrängt es die meiste Zeit. Man weiß, dass es da ist, aber man macht sich halt nicht den ganzen Tag Gedanken darüber, weil es zieht einen eigentlich nur runter. Und da hat man auch nichts gekonnt. So kann man sich wenigstens sagen, wir machen uns jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche und so weiter. Und da ist mehr geholfen, als wenn man sich den ganzen Tag sagt, ja, noch so und so viele Jahre, das und das kommt noch. Nee, wir wissen, es ist so, aber wir gucken uns nach anderen Dingen um in dem Sinne. Ich glaube, du wächst mit der Aufgabe. Ja, ist halt einfach so, ne? Wächst mit der Aufgabe. Weil, wie gesagt, ich kannte das gar nicht. Und ich dachte nur so, klingt jetzt echt nicht gut, was da kommt, aber wir schauen mal, wie es wird. Und ja, sie ist es halt wert. Gebt nicht auf. Alles wird gut. Man muss es, wie gesagt, einfach so annehmen, wie es ist. Und es ist ja bei jeder anderen Krankheit ganz genauso. Oder bei einem Baby, wenn man schwanger ist. Man wächst mit dem, was man macht. Und so ist es auch dabei. Ganz einfach. Also ich habe es den beiden erst so vor 2 Jahren ungefähr gesagt. Also sie sind ja generell schon immer mit Behinderten groß geworden durch meine Arbeit. Ich habe sie ja auch immer mitgenommen, für die war das auch schon immer ganz normal. Die saßen auch schon immer auf dem Rollstuhl vorne drauf, wenn irgendjemand da rumgekriecht ist, sind sie einfach mitgefahren. Da waren sie noch winzig klein und von daher war das nichts Neues. Ne? Aber der Fakt, dass Mama irgendwann stirbt, das war halt das, was ihnen am meisten zu schaffen macht, auch immer noch. Also wenn es ums Thema Tod geht, hat vor allem meine Kleine noch ein bisschen zu knabbern. Sie kommt dann schon immer mal an und sagt, Mama, ich will nicht, dass du stirbst. Oder Mama, irgendwann gehen wir dich auf den Friedhof besuchen. Sowas erzählt sie dann halt. Und dann sagt sie eben auch, das gehört aber dazu. Wie gesagt, genau wie Geburtstag oder Weihnachten. Oder das ist nun mal einfach ganz normal. Und davor muss man keine Angst haben. Und dann werde ich irgendwann zum Skelett. Oder ich bin im Himmel, da passt die Oma auf mich auf. Sowas erzähle ich dann halt. Ich bin ja auch, das muss man sich ja auch immer vor Augen halten, gerade bei Familien ein Vorbild für meine Kinder, für die Krankheit. Das darf man nicht vergessen. Denn wenn ich hier so in Depression verfalle, dann kommen meine Kinder garantiert auch irgendwann an den Punkt. Und das will ich nicht, muss positiv bleiben. Genau, aber ich glaube, das kann man in dem Moment gar nicht so richtig verarbeiten. Also ich war ja auch schon richtig depressiv, richtig. Da ging es mir wirklich sauschlecht. Das ging bestimmt ein Dreivierteljahr. Und da konnte ich auch nicht mehr aufstehen, da konnte ich nicht mal meine Kinder versorgen. Da waren die Gott sei Dank noch ganz klein und das war auch das einzige Mal, dass es so schlimm war. Da wollte ich wirklich nicht mehr leben. Das war das einzige Mal, dass ich so tief drin war und da hat aber auch nichts mehr geholfen. Ich kann dir nicht sagen, was mich da rausgezogen hat. Ich bin froh, dass es vorbei ist und dass es auch nie wieder gekommen ist, aber das ist wirklich heftig. Das kann ich schon verstehen, dass man da so in sich versinkt, aber trotzdem, selbst damit, wenn man muss sich halt immer wieder vor Augen halten, dass man als Vater und Mutter immer Vorbild ist, vor allem bei so einer Krankheit. Wir sehen als Kinder
wie unsere Eltern jetzt zum Beispiel im Pflegeheim sind oder wie die selber mit der Krankheit umgehen und nehmen das natürlich als Vorbild. Wir sehen natürlich, okay, die macht es extrem traurig, also muss es mich auch extrem traurig machen. Oder, och, ja, die gehen positiv damit um, warum schämen die sich nicht dafür? Nee, dann muss ich mich auch nicht dafür schämen. So ist es ja mit allen anderen Themen im Leben genauso. Und das finde ich halt auch so wichtig. Das versuche ich halt immer auch meinen Kindern so rüberzubringen. Also gerade in Bezug auf den Gentest hätte ich es anders gemacht. Ich glaube, ich wäre da anders rangegangen. Schon allein diese Ungewissheit, die dich so quält. Vielleicht wäre es besser gewesen, das komplett von Anfang an ganz klar zu sagen, ich brauche hier diese Punkte. Oder dass die Ärzte einem das besser rüberbringen, wie funktioniert das, wann kommt was, wann genau wirst du getestet, warum ist das so wichtig, dass eben so viele Gespräche vorher passieren und so. Ich meine, ich weiß, die Ärzte, die einen da testen, die stehen ja auch immer selber mit einem Bein im Knast, das ist nun mal so, ne? Und wenn sie dir so ein Ergebnis einfach so an den Kopf knallen und du springst dann wirklich von der Göllsteinbrücke, das hat ja niemand gewollt. Ist mir vollkommen klar, dass sie das machen müssen, aber ich glaube, dass es besser wäre, wenn man da so eine Art To-Do-Liste oder sowas hätte, wo man sagt, das und das und das muss alles gemacht sein, erledigt sein und dann wirst du getestet, zum Beispiel. Also das hätte mir, glaube ich, sehr viel an Stress und Negativität genommen, ja. Also ich bin da, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so, man kann das ja auch einfach jetzt zum Beispiel in der Arztpraxis machen lassen, geht auch. Aber was machst du dann mit dem Ergebnis? Ich persönlich finde es wirklich besser, wenn man das in einem geschützten Umfeld macht, wo man aufgefangen wird mit Menschen, wo du genau weißt, die lieben dich, die sind für dich da, die fangen dich auf, egal wie es dir dann gerade in dem Moment geht. Und im Endeffekt ist es doch wirklich so, es kommt sowieso ganz anders, als man sich das denkt, oder? Wenn bei dir war es ja sicherlich auch so. Es ist völlig anders gekommen, als du dir das vorgestellt hast. Und daher kann man da eh nicht viel planen. Aber man kann sich nur ein gutes Vorbild nehmen oder einen guten Plan machen. Und den Schritt für Schritt abarbeiten. So sehe ich das. Also von meiner Seite her schon. Ich sage auch jetzt immer noch ständig, hau ab. Such dir was Besseres. Du findest auf jeden Fall was Besseres und so, aber die macht dir nicht mit. Und daher hab ich Glück gehabt. Ja. Nee, ist. Na, wenn man sich verliebt hat, wenn es der andere oder die andere wert ist, dann soll man das schon mitmachen und durchhalten. Das ist ja auch bei langjährigen Verheirateten zum Beispiel, wenn der andere Krebs hat, da sagst du auch nicht, nee, bist krank, ich gehe jetzt, mach's gut. Macht man einfach nicht. Wenn man zusammengehört, dann gehört man auch zusammen. Egal, was da kommt. Ich denke halt auch, das ist, was ich immer wieder höre, dass es ja auch eine Entscheidung vom Partner ist. Das ist ja wirklich, so wie wir uns entscheiden, den Test zu machen, so entscheidet sich der Partner, das mitzugehen oder eben nicht. Und er hat mich halt so kennengelernt, schon mit Symptomen, obwohl wir es noch gar nicht wussten, dass es überhaupt schon losging. Also von daher ist man ja auch mit Symptomen schon liebenswert. Also so sehe ich das heute. Ja. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, ich würde das eigentlich gar nicht antun, aber hat auch nicht locker gelassen. Von daher, und heute sind wir hier. Ah nö, aber bei uns ist das kein Tabuthema. Überhaupt nicht. Ich habe auch alles, was das angeht, wirklich geregelt. Ich wollte meinen Körper eigentlich der Körperwelten spenden. Aber ich glaube, die Frist ist da schon verstrichen. Ich muss das einfach nochmal neu ausfüllen. Ansonsten habe ich halt gedacht, ja, da kriegt die Wissenschaft was Gutes von mir irgendwie körperlich, ja, dass die damit irgendwie was anstellen können. Und meine Familie ist nicht mit den Beerdigungskosten und so bestraft. Weil ich auch einfach damit abgeschlossen habe. Ich denke, okay, vielleicht kriege ich ja gar nichts davon mit. Vielleicht bin ich ja jetzt schon am Sterben und merke es nur nicht. Also, ich weiß nicht. Nee, für mich hat sich da wirklich alles komplett geändert. Wirklich. Schwierig in Worte zu fassen, kann das nicht genau erklären. Für mich hat sich alles ins Positive gedreht. Komplett. Und das ist auch gut so. Und da will ich auch dranbleiben. Weil ich glaube, dass ich nur so auch das Leben gestalten möchte, weil es durchaus auch anders geht, aber ich möchte es halt so. Ja, man kann sich da schon für entscheiden, finde ich.